Völler. Litti. Wunderbar! Und das ist Andi Möllers erstes Länderspieltor nach dieser Bilderbuchflanke von Pierre Littbarski. So geschehen in der 12. Spielminute im Dortmunder Westfalenstadion. Da sehen Sie es nochmal. Nicht zu machen für Kari Laukkanen. Ja, das hat er sich gewünscht, der Andi Möller. Weil es so schön ist, zeigen wir das nochmal hier. Ein Tor machen vor heimischen Publikum. Fußballfreunde. Breme. Und Tor! Pierre Littbarski. Als die Finnen noch reklamierten, zog der Kölner voll ab. In der 47. Minute das 2:0. Hier sehen Sie die Wiederholung, die Flanke von Breme. Da setzt sich Völler ein und dann kommt Littbarski und da war dem braven Kari Laukkanen auch noch die Sicht versperrt. Ja, Litti hat die... Breme. Wunderbar! Jürgen Klinsmann. Und schauen Sie mal, wie der sich freut. Das war eine klassische Mailänder-Produktion. Ja, Franz, jetzt könntest du auch mal freundliches Gesicht aufsetzen. Hier sehen Sie es nochmal, Breme und dann dieser herrliche Hechtflug-Kopfball von Jürgen Klinsmann. Am Sonntag gegen Rom ist ihm ein Tor verwehrt worden. Das hat er sich für heute im Länderspiel gegen Finnland verwahrt. Und jetzt sind auch die Fans versöhnt. Sie fordern Zugabe. Und weil es so schön war, noch einmal. Ein Traumtor. Mit wunderbarem Kopfball, die Nummer 11, Jürgen Klinsmann. Schön gemacht von Möller. Und der Rudi Völler macht das Tor. Super gemacht. 4:0. Und ich glaube, gerade dem Rudi Völler ist das zu gönnen. Denn er hat hier über eine Stunde keinen Ball verloren gegeben, hatte Pech mit einem Postenschuss in der 9. Minute, macht ein tolles Solo kurz vor der Pause und jetzt macht er sein Tor in der 62. Minute nach dem schönen Doppelpass mit Klinsmann. Am Sonntag waren sie noch Gegner, da sah der Rulli ganz schlecht aus im Team des AS Rom, aber hier jubeln sie gemeinsam. Die Hauptsache. Noch 15 Minuten zu spielen. 4:0 für Deutschland. Und vielleicht jetzt der kleine Mürri mit der Riesenchance. Dann Lius. Und dann macht Lipponen den Ehrentreffer. Mikko Lipponen vom Twente Enskede. Sagte Ihnen, er schoss schon das Siegtor der Finnen gegen Wales. Schön vorbereitet von Mürri. Abseits reklamierte da die deutsche Hintermannschaft. Aber Bodo Ilgner hatte keine Chance. Meine Damen und Herren, neuer Spielstand. Ist auch aus dieser Zeitlupe nicht abzuleiten. Das Tor für die finnische Mannschaft. Erzielt in der 76. Und Uwe Bein.
Schön steil gespielt auf Möller. Hier sehen Sie es nochmal. Schöner Pass in den Lauf des Dortmunders, der im zweiten Durchgang, als die Italiener so richtig auftreten, fast ein bisschen unterzugehen schien. Aber jetzt macht er wieder auf sich aufmerksam mit dem zweiten Treffer für ihn. Er hat das erste gemacht und er macht auch das letzte. Und da fällt es ihm leicht, jetzt hier runterzugehen. Andi Möller geht und Frank Mill kommt. So spielen noch knapp 10 Minuten. Ja, wenn ich gesagt habe, das letzte Tor, dann möchte ich das natürlich gleich mit einem Fragezeichen versehen. Matthäus. Aber das ist einer. Europäus fault Matthäus. Strafstoß im Westfalenstadion zu Dortmund. Ja, und da sagt natürlich auch Kari Laukkanen, da kann man nichts machen, das ist eine klare Sache. Dieser Europäus hat früher in Växjö in Schweden gespielt und spielt jetzt für den ROPS Rovaniemi. Das lässt sich der Kapitän in seinem 70. Länderspiel nicht nehmen. Das macht er selbst, der gefaulte Spieler. 6:1. Kari Laukkanen war zwar dran. Hier sehen Sie es. Aber der Ball kam zu schnell für den Schlussmann der Finnen. Liebe Fußballfreunde, 84. Spielminute. Hat sich auch ein bisschen vorher bewegt. Aber das zählt jetzt alles nicht mehr.